Also wenn man sich vorstellt, 97%ige Zitronensäure sich drauftöpfeln lassen, das Zeug fließt dann. Das ist doch nicht normal, was die mir da gegeben hat. Ich habe das verneint. Zitronensäure. Ich habe Zitronensäure damals auf, wenn ich Versteinerungen gesucht habe, wenn ich noch jung war. Was weiß ich, wie viel? 9 Jahre alt oder so. Und wenn man das Zitronensäure, reine Zitronensäure oder reine Zitrone auf Kalksteine tröpfelt, wisst ihr, was da passiert? Das tut sich wie Säure benehmen, das ist richtig, tut richtig schäumen, richtig. Das frisst in das Gestein. Und wenn man sowas auf eine Wunde tröpfelt, ich habe das ganz vorsichtig genommen, ganz vorsichtig und nicht auf die Wunde getan, sondern auf die Seite zuerst. Da habe ich gesagt, okay, gut, kein Problem. Dann bin ich langsam in die Richtung gegangen, wo die frische Wunden sind. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich zuerst gar nicht schlimm, aber das dauert, bis das Gehirn das registriert, ne? Das dauert 3 Sekunden lang und dann kam auf einmal dieser brennende Schmerz. Und ich habe es 4, 5, 6 Mal mit kaltem Wasser abgewaschen und sofort wieder getrocknet, damit es weggeht. Das hat nicht aufgehört. Und nochmal mit kaltem Wasser, 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 Wasser und wieder getrocknet. Die Frau ist doch nicht normal, wenn sie einem sowas verschreibt, oder? Hätte ich mir das getropft lassen. Das ist doch nicht normal, solche Ärzte, oder? Ist sie überhaupt eine Dermatologin? Ist sie überhaupt eine Ärztin? Da wundert man sich ja manchmal, was das für Menschen sind. Während ich das gewaschen habe, der Schmerz war so, der brennende Schmerz war so intensiv, hätte jemand mir eine geladene Waffe hingelegt. Ich hätte sie genommen und mich damit erschossen. Weil das ist unerträglich. Das gibt's doch nicht, dass Ärzte einen sowas verschreiben. Oder wollen Sie meine Psychosen damit heilen? Denn ich habe keine Psychose. Ich hatte damals Psychosen. Ne? Und mal zu der anderen Sache, was ich beruflich mache. Also beruflich, ich habe gelernt Geistheilung. Ich habe gelernt Reiki, Kundalini-Reiki, Pranik-Heilung kann man auch durch Bücher lernen, weil das geht über Energien, funktioniert. Deswegen ist auch der Glauben, dass energetisch Homöopathie gut funktionieren kann, auch funktioniert. Ich habe ja Homöopathie damals auch mir selbst gekauft, weil ich habe mir ein Buch gekauft, aber da gibt es halt solche homöopathischen Mittel, die halt nur Ärzte verschreiben können. Also dann wird halt eher ein Wirkstoff sein, wie auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Geistheilungen habe ich zu vielen Menschen gemacht, sogar Prominente, alles kostenlos, weil ich erfahren wollte, was diese Geistheilung überhaupt kann. Ne? Zum Beispiel diese eine Prinzessin, sie hatte diesen Unfall, Skiunfall. Und die Ärzte wollten ihr keinen Gips geben, weil sie gebrochenes Bein ist, weil sie zu klein war dafür, weil sie noch am Wachsen ist. Was ist denn der Problem? Das sind reiche Menschen. Also einen Gips anlegen und in 2, 3 Tagen wieder runter machen, das wäre die Alternative gewesen, oder nicht? Dann habe ich das erst zu spät erfahren, so ungefähr 2 Wochen später in den Heften darüber, dass sogar der König schon eingerichtet hat, ihr Zimmer rollstuhlmäßig, ne? Und sie würde nie wieder laufen können, hieße es, weil das gebrochen ist und die können nichts machen. Das ist doch lächerlich, oder? So habe ich halt den König angeschrieben, dass ich ihr Geistheilungen schicken werde um eine bestimmte Uhrzeit, weil ich die Königin auch schon geschickt habe. Und das hat ja auch funktioniert, ne? Und erst deswegen habe ich auch gesagt, ja, wenn ihr mal in Nürnberg kommt, nach Nürnberg kommt, ja, dann treffen wir uns mal. Vielleicht deswegen kamen sie dann auch mal nach Nürnberg. Aber meine Eltern haben mir dann so wieder den Kopf verdreht. Glaubst du wirklich, die Königin und König möchte dich sehen? Ja, wieso denn nicht? Die Leute waren dann später draußen gestanden, um mich zu grüßen, ne? Ja, das habe ich versäumt, weil Leute halt bestimmte Leute eifersüchtig auf mich sind, neidisch sind, ne? Und das ist nicht fair. Okay. So jedenfalls hat es funktioniert. Und bei dem letzten Mal, es war um 22:22 Uhr, wo ich ihr gesendet habe, aber für ungefähr weniger als 10 Minuten, könnt ihr aber mehr gebrauchen, da musste sie, diese Prinzessin, den König sagen, ihren Vater, sie spürt wieder das und jenes. Und er wusste ja, wer da gerade sendet. Und der hat sich sehr intensiv an mich konzentriert. Und ich habe ihn gesehen vor meinem geistigen Auge. Ne? Deswegen habe ich da abgebrochen. Ne? Weil vielleicht wollte er das nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, es hat gereicht. Das hat wirklich gereicht, dass das geheilt ist. Denn ein paar Wochen später hatte der König aus den Niederlanden, wie heißt das, Geburtstag. Und die sind mit dem Bus angereist und ich habe das mir angeschaut auf holländische Seite, ne, Programm. Und die sind alle dort rumgelaufen. Keiner ist mit Gips rumgelaufen. Die wussten, wer ich bin, die hatten meine E-Mail-Adresse, die hatten sogar meine Schreibadresse. Habe ich vielleicht jemals vielleicht ein Dankeschön bekommen oder eine E-Mail? Nix.
Ich habe wenigstens ein Dankeschön und auch eine Karte bekommen, wenigstens von dem Schuhmacher, ne, also von der Corinna. Denen habe ich damals auch diese Geisteilungen geschickt, wo die Managerin dachte, jemand hat ins Krankenhaus eingebrochen und hat die Akte gestohlen, weil ich so genau alles wusste. Das ist ja auf Reflexzonenbasis hat es funktioniert. Ich habe gespürt, was er spürt. Wenn er im Koma war, der Michael, ich habe die Kälte des Komas gespürt. Ich verstehe das nicht, wieso man Menschen ins Koma setzt. Das ist ja so, als würde man eine Pflanze oder Rosen sich kaufen und man stellt sie abends zum Beispiel in den Kühlschrank oder wo es kühl ist. Dann bleiben sie halt kühl. Die wachsen nicht währenddessen. Genauso, wenn es draußen sonnig ist und du nimmst deine Blumen und stellst sie in ein Kühlfach, die wachsen nicht. Deswegen, wenn es draußen Winter ist und die Blätter sind abgefallen von den Bäumen, dann wachsen sie ja nicht. Wie sollen sie da wachsen? Die Energie ist nicht da, die Sonne ist nicht da, ne? Und so ungefähr sehe ich das auch mit den, wie heißt das, mit dem Koma. Die tun Leute ins Koma stecken in mehrere Monate und das ist so, als würden sie wie in einem Hotel sein. Jemand zahlt dafür und das war's. Ich habe auch mal eben eine Frau in Österreich geholfen über die Ferne, auch in dieser Geistheilung, wo sie geschrieben hat in einem Forum, dass ihr Mann liegt seit 3 Tagen im Koma. Ja, seit mehreren Tagen, weil es war eine andere Frau auch noch, eine ältere Frau, sie war auch schon so genau dasselbe Geschichte. Und keiner weiß warum. Die liegen im Koma, weil es gibt Medikamente, die einen auch ins Koma setzen können. Diese Medikamente können einen auch umbringen, habe ich auch schon gelesen. Toll, nicht? Und angeblich wussten die Ärzte nicht, warum die im Koma sind. Okay, dann, okay, das ist ja nichts Dramatisches oder sowas, ne? In dieser Hinsicht, so wie zum Beispiel durch einen schweren Verkehrsunfall, haben sie ins Koma gesetzt, weil die Sachen müssen heilen. Ich weiß nicht, wie das heilen soll, wenn man kalt gestellt wird, ne? So jedenfalls beide konnte ich rausholen, innerhalb von 2, 3 Tagen. Jeden Tag habe ich gesendet, so 50 Minuten lang. Ja, den Friso, der dann in der Lawine eingegraben war, den habe ich 52 Minuten lang gesendet, das erste Mal. Dann hieß er es irgendwann einmal im Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus, die werden den Stecker ziehen. Das war, bevor ich ihm gesendet habe. Okay. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, warum nicht? Versuche es aus. Dann habe ich denen geschrieben, aber die E-Mail zu finden von den Königsfamilie ist nicht sehr leicht. Dann habe ich ein Forum gefunden, wo ich dann, was habe ich da gemacht? Ja, englisch sprechendes Forum für Adlige. Dann habe ich reingeschrieben, hallo, ich bin Geistheiler. Ich möchte den Friso helfen. Ich werde ihn heute Nacht um diese Uhrzeit Geistheilung schicken für 3, 4 Tage lang. So ungefähr habe ich das geschrieben. Bitte nicht den Stecker ziehen. Gibt eine Chance. Wenn nach 3, 4 Tagen nichts passiert, dann könnt ihr immer noch den Stecker ziehen, nicht wahr? Denn die Geistheilung ist dafür, um Leben zu bewahren und nicht zu töten. Deswegen geht es auch nicht, diese Morgellons damit zu töten. Also ich habe schon so viele Geistheilungen gemacht, um die Morgellons zu vernichten. Es geht nicht, weil das lebende Wesen sind. Weil ich sie schon öfter mal gefilmt habe, wie sie Schnabel haben und so weiter. Das ist wirklich da. Die anderen Morgellons, die sind so wie Bänder, die liegen nur da. Aber dann gibt es welche, die wirklich intelligent sind, dass wenn die einen füttern, die bewegen sich oben der Schlauch da und dann juckt es. Oder die mit ihren langen Schnabel wie ein Kolibri bohren sie sich durchs Fleisch durch, dann zwickt es und sticht es. Ne? Und das nennt man auch Dermatosenwahn. Dermatosenwahn sollte man vielleicht auch in die Homepage reintun, zum Beispiel, wenn Leute danach suchen. Ne? Um Morgellons Hilfe zu bekommen. Denn es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen von Heilpraktikern, die nicht nur Borreliose, aber auch Morgellons behandeln und auch über Morgellons sich auskennen. Weil die brauchen jemanden darüber zu reden. Die wissen vielleicht nicht, was sie da haben. Oder die wissen es, aber die kommen nicht weiter, weil Dermatologen sie ständig nur verarschen. So jedenfalls das mit dem adligen Forum. Die haben mich gesperrt, klar, kein Problem. Aber ich war ja in meinem Internetcafé, so jedes Mal, wenn man neu geht, sind die Cookies gelöscht. So habe ich das gemacht. Und ich habe 3 Tage hintereinander geschickt, also was weiß ich, vielleicht 100 Minuten. So am Anfang mit dieser Geistheilung habe ich 15 Minuten jemanden gesendet. Und am nächsten Tag habe ich wieder gesendet
Und ich spüre erst, man kommt in einen Trance-Zustand, ne, wie diese Shiva, Krishna, nicht wahr? Und wenn ich denke, okay, ich habe keine Lust mehr jetzt, ne? Ich mache die Augen auf, aber ich spüre weiterhin diese Müdigkeit, dann sollte die Energie weiter fließen, diese Geistheilung. Das ist keine Energie, ich nenne es Energie, aber das ist Geistheilung, okay? Ein Chirurg steckt dahinter, irgendwas Höheres, Mächtiges, der Menschen zurück ins Leben bringen kann, wo man denkt, als normaler Mensch, das ist nicht möglich. Dann macht man es einfach, weil der manchmal sagt, tu es einfach, okay? Ist das eine Psychose oder ist das, na, das ist die Realität? So, dann geschah dieses Wunder. Nach 3, 4 Tagen, ich habe mehrmals angeschrieben, ich habe jetzt so und so viele Minuten geschickt und so weiter, immer wieder neu gesperrt. Irgendwann einmal haben sie mich nicht mehr gesperrt, weil wahrscheinlich die Königsfamilie sich dort ins Forum da eingemischt haben. Lasst ihn endlich in Ruhe, er tut wirklich was, nicht wahr? Das war alles kostenlos.